Wir haben ja regelmäßig die Situation, dass bei einem unserer Gäste Anfang des Monats irgendwas kaputt geht. Ob das jetzt ein Föhn ist oder ob es ein Spülmittel braucht hat. Irgend sowas, was sie eigentlich nicht auf der Rechnung haben, auf dem Plan für das Monat haben. Und dann bricht bei diesen Leuten der ganze Monatsetat zusammen. Weil die meisten haben 250, 280, 300 Euro fürs Monat. Und wenn dann so eine nicht vorhersehbare oder vorhergesehene Ausgabe kommt, dann passiert eben das, dass plötzlich am 25. kein Zucker mehr da ist. Das, was wir nicht ausgeben. Oder eben kein Essig, kein Öl oder irgendwas anderes.